Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute zur Edelmetallmesse virtuell, denn wir haben Corona und die Welt steht Kopf, es ist verrückt, die Welt ist verrückt. Und ich habe vor ziemlich genau einem Jahr mein Buch Weltsystemcrash geschrieben, worin ich prognostiziert habe, dass die Welt verrückt spielen wird, weil wir in einer Art multiplem Organversagen der Weltwirtschaft und der Weltpolitik sind. Also alles oder vieles läuft schief. Was mich ärgert, und da komme ich später nochmal drauf, ist, dass ich nicht gesehen habe, dass ein Virus... Der Auslöser sein wird für diesen Weltsystemcrash. und äh, das hätte man sehen können und warum man das sehen hätte sehen können, das sage ich auch in meinem Vortrag. Wir sind ähm, ein Eigentümergeführtes Investmenthaus, vier Mitarbeiter, davon drei Partner. Wir machen sämtliches Research selber, anders als vielleicht andere. Also jede Anlageempfehlung, Aktie, Anleihe, Gold ist von uns selber auf Herz und Nieren getestet, geprüft. Zwei Ingenieure, ein Bankkaufmann und ich als äh, Volkswirt und Betriebswirt und auch Politikwissenschaftler, seit, ich bin seit mittlerweile fast 40 Jahren nicht ganz an der Börse. Meine Kollegen sind Value-Investoren aus Leidenschaft und äh, das sind wir und das wollen wir auch die nächsten Jahrzehnte bleiben, so uns diese Zeit gegeben ist. In den Medien werde ich gerne mal wieder als Crash-Prophet tituliert, wie andere auch. Vor vier oder fünf Jahren war ich beim Handelsblatt noch der renommierte Krisenökonom, für die Zeit einer von Deutschland bekanntesten Ökonomen, seitdem ich mich politisch sehr deutlich äußere, bin ich halt wieder Crash-Prophet, muss ich mit leben. Ist nicht schön, wenn man so geframed wird, aber es ist, ist natürlich ein, ein Framing, was ich verstehen kann. Aber es stimmt nicht ganz. Es stimmt nicht, weil ich eben nicht nur dann warne, wenn die Krise kommt, sondern ich gebe sehr viele bullische Empfehlungen. Hier habe ich Ihnen einfach mal einige aufgezeichnet. Es ist viel mehr. Also das Grün ist ungefähr 80 Prozent meiner Empfehlungen. Und ich möchte Ihnen nur die wichtigsten sagen. 2009 im März. Ich fühle mich wie ein Junge im Süßwarenladen, wenn Eltern und Verkäufer nicht da sind. Das war auf dem katastrophalen Tiefpunkt der Aktienmärkte. Und ich habe ins Horn geblasen bei Börse Online. Sie finden diesen Artikel auch online. Gesagt, kauft Aktien. Kauft Aktien. Wäre genau richtig gewesen. 2016 habe ich den DAX auf, auf 14.000 gesehen. Damals war er deutlich niedriger und es galt als sehr optimistisch. Gut, er hat es nur bis 13.900 geschafft, bevor er dann abgebröckelt ist, aber ich lag ziemlich gut damit. Natürlich habe ich auch Warnungen ausgesprochen, so wie Anfang Januar oder Anfang 2018. Da war ich der Erste auf der Fondsmesse in Mannheim. Und dann im April diesen Jahres, Anfang April, auch das finden Sie im Netz, habe ich gesagt, kaufen, 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 kauft Aktien. Viele, viele Werte haben sich seitdem verdoppelt und mehr. Also bitte, man muss die Offensive und die Defensive beherrschen. Wenn nur die Defensive beherrscht und keine Verluste macht und nur davon getrieben ist, der wird auch keine Gewinne machen. Weltsystemcrash. 639 Seiten geballte Zusammenhänge. Es ist ein Sachbuch. Es ist ein Sachbuch. Und ähm, natürlich sucht man sich einen Titel, der plakativ ist, der zieht. Und es hat den Buchrezensenten Dennis Scheck bei der ARD so geärgert, dass es unter den Top Ten war. und Insgesamt 13 Wochen unter den Top 20 und das bestverkaufte Buch des Verlages in dem Jahr, das es wirklich zerrissen hat. Also in der ARD durfte Herr Scheck sagen, ein Buch, das Ekel in mir erregt. Ich empfinde das fast als Auszeichnung, muss ich sagen, denn er hat sich völlig an zwei, drei Nebensächlichkeiten aufgehangen. Das Buch hat 639 Seiten geballte Zusammenhänge, davon 100 Seiten Fußnoten. Ich bringe übrigens im Februar 21 ein Update mit Corona, also ein, ein neues Buch. Das heißt, die Krise hält sich nicht an Regeln. Und ein User hat das auch so gesehen, also es sei mittlerweile ein Einkommenszweig, die Crashbücher. Und dann hat ein anderer gesagt, nein, es ist kein Einkommenszweig, der Buchtitel ist reißerisch, der Inhalt aber nicht. Wenn man es Deutschland und die Welt eine ökonomische, soziale und politische Bestandsaufnahme genannt hätte, wäre es wahrscheinlich schlechter gegangen. Aber genau das ist es. Ich sage vieles voraus. Ich sage einen Weltsystemcrash voraus, dass Corona ein solcher Crash ist. ist wie gesagt, ähm, habe ich nicht geschrieben und das ärgert mich, man hätte es sehen können. Nun kommt eben Corona. Und ich möchte da gar nicht so tief drauf eingehen, die Welt steht Kopf, wir sind gerade im zweiten Lockdown. Irre, irre, irre. Also wenn man testet, 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 steigen natürlich die Infektionszahlen. Man müsste auch dazu die Todeszahlen sehen und ins Verhältnis setzen. Und die sind nicht höher als bei einer normalen Grippe. Und erstaunlicherweise stirbt dieses Jahr keiner an Grippe auf der ganzen Welt. Gehen die Grippetoten rapide zurück, dafür gibt es Corona-Tote. Da wird umgebucht. Da wird umgebucht, sagt auch mein Kollege Professor Stefan Homburg, Leiter des Instituts für öffentliche Finanzen an der Universität Leibniz, äh, auf, an der Leibniz-Universität Hannover, einer der nüchternsten Faktenmenschen. Ich habe selber bei ihm gehört, als er Assistent war ich Student. Es wird umgebucht. Aber was heißt dieser Wahnsinn, diese Hysterie für uns und warum hätte man es sehen können? Im Jahr 2010 hat die Rockefeller Stiftung einen Report herausgegeben über Szenarien für die Zukunft der Technologie. Und in diesem Report, da sind Dinge drin, da wird es einem Angst und Bange. Ein Szenario heißt im Gleichschritt. Und in diesem Gleichschrittszenario geht es um Folgendes. Ein Virus legt die Welt lahm. Millionen von Toten. China geht autoritär an die Sache ran, der Westen locker. Also Reisewarnungen, aber keine Reiseverbote und so weiter und so fort. Das klappt im Westen nicht. Die Politiker merken, autoritär ist besser. Masken, Reiseverbote, Quarantänemaßnahmen, Impfpflicht, Datenerfassung, all das steht da drin vor zehn Jahren. Und äh, dann merken die westlichen Politiker, dass... Ähm, ähm, Autoritär ja ganz gut ist, man braucht das Wahlvolk nicht mehr zu fragen. Es gibt Gegenbewegungen, die Menschen gehen auf die Straße, es gibt Proteste, aber die große Mehrheit schluckt es. Und genau das passiert, was in diesem Report vor zehn Jahren stand. Das beängstigt. Und ein Virus, ein solches Virus, natürlich ist das real, wir wollen es nicht ableugnen, aber es ist natürlich der ideale Beschleuniger für die... Befürworter des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, des Überwachungsstaates, der Digitalisierung, denn Digitalisierung ist, wenn wir das nicht vernünftig gesetzlich regeln, gleich Überwachungsstaat. Und der Westen hat gemerkt, das autoritäre chinesische Modell ist doch gut. Und China treibt den Westen vor sich her, deswegen gibt es auch keine Systemkonkurrenz, weil zum Beispiel ähm, in einer Provinz jetzt mal eben 10 Millionen Menschen getestet worden. China kann sich das leisten, das kostet die nicht viel, die haben das sehr effizient und bei uns schafft es dann große Mühe, das nachzuholen. Das sind quasi Kosten eines Rüstungswettlaufes gegen das Virus. Wie sinnvoll das ist, sei dahingestellt. Welche Trends haben wir? Wir haben die zunehmende Verschuldung des Weltfinanzsystems, da schreiben ich und viele andere schon seit 20 Jahren drüber und es geht immer weiter, weiter, weiter. Und wann kollabiert das Ding? Also ich glaube, jetzt haben wir bald die Lösung. Wir haben den Aufstieg Chinas und den Abstieg der USA. Das ist ein, eine Sache, die ich seit 2006 schreibe. 2006, in der Crash kommt, habe ich geschrieben. 2016 wird China die USA überholen. Und es, sind eigentlich, ähm, es ist 2013 schon passiert. Also, China ist viel schneller an den USA vorbeigezogen nach der Menge der realen Güter und Dienstleistungen, wie von mir prognostiziert. Dann haben wir den Abstieg der Mittelschicht und was darauf folgt ist vielleicht ein Reset, ein Neustart, ein großer Neustart, ein großer Reset. So und im Corona Schock werden wir nach günstigsten Voraussetzungen doppelt so starken Wirtschaftseinbruch haben wie in der Weltfinanzkrise 2008 2009, also im günstigsten Falle 10 des BIP und wenn wir einen Lockdown nach dem anderen machen, geht das auch schnell auf 20 Das ist real. 20 da sind wir irgendwann bald beim Niveau der großen Depression der Weltwirtschaftskrise. Und wer kann das wollen? Ich meine, es gibt ja Proteste. Selbst Dieter Hallervorden hat sich vor einigen Tagen zu Wort gemeldet. Viele andere. Ralf Schumacher. Also es kommen Leute raus. Nena. Ähm, Michael Wendler. Nur gut, man kann über Michael Wendler sagen, was man will. Aber ich fand, da hat er Mut gezeigt. Und, und wenn jemand Mut zeigt, dann sieht man ihn vielleicht in ganz anderem Licht. Also warum machen wir diesen Irrsinn? Und es gibt natürlich Interessen denen das zugutekommt. Einmal unseren Politikern, die qua Notverordnung mit einer Art Kriegskabinett regieren. So muss man es ja mittlerweile fast nennen. So hat es auch Alexander Gauland von der Alternativen für Deutschland genannt. Und wo er recht hat, hat er recht. So, warum treiben wir also die Wirtschaft in den Ruin aufgrund eines Virus mit doch recht, recht begrenzter Sterblichkeit? Durch Covid gehen die Schulden nochmal rauf. Und Sie sehen hier den Anstieg am Ende schon mal um weitere 20, 30 Prozent. Und da ist der Einbruch der Wirtschaftsleistung noch gar nicht drin. Also es könnte sein, dass die Schuldenlast der Welt noch mal eben ganz locker um 50 Prozent springt oder 60 sogar. Und das kriege ich natürlich nur los durch Inflation, durch Enteignung, zum Beispiel Sondersteuern auch oder auch durch Schuldenstreichungen, indem ich einfach Nullen streiche bei den Bankbilanzen oder bei verschiedenen Guthaben. Ich werde aus diesen Schulden anderweitig nicht mehr rauskommen. Auch das sage ich seit Jahren und es wird nur noch deutlicher jetzt nach Covid-19 Corona. Die Staatsschulden in den USA sind mittlerweile auf dem höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg und sie werden weiter steigen. Und da gibt es keinen Weg raus, außer man macht eine große Neuordnung. Was passiert dann zusätzlich? Die Mittelschicht steigt ab. Die Mittelschicht. Und damit haben wir Unruhen, Populismus berechtigte Proteste, die ja auch gerne als Populismus abgetan werden. Also diese Unruhen in der Mittelschicht, die sind ja real. Und das hat ursächlich zum Teil mit der Notenbankpolitik und der Zinspolitik der Notenbanken zu tun. Wenn Sie hier auf dieser Grafik, die Sie auch in Weltsystemcrash finden, nachschauen, dann sehen Sie, dass viele Assetpreise, also Vermögenspreise, Immobilien, Ackerland, selbst Anleihen, Aktien hochgesprungen sind, während die realen Größen wie die Wirtschaftsleistung, Inflation, Löhne und Gehälter zurückgeblieben sind. Das hier geht von 2008 bis 18. Jetzt haben wir natürlich seit zwei Jahren auch einen schönen Preisanstieg beim Gold. Komme ich später nochmal dazu. Der Zug ist losgefahren, aber ist noch längst nicht am Ziel angekommen bei Gold. Der fährt noch ziemlich lange weiter. Inflation gibt es, zwar nicht bei... Gütern so sehr, aber bei Dienstleistungen, bei wichtigen Dienstleistungen wie Gesundheit, wie Ausbildung, wie auch Verkehr. Also die Mittelschicht wird auch da geschröpft. Dazu kommen Sondersteuern, Abgaben, auch die mittlerweile gekippten erhöhten Gebühren, die zielen auf die Mittelschicht. Die Unterschicht hat zum Teil keine Autos, also die ökonomische Unterschicht. Die wäre mich etwas gegen diese Begriffe, aber die Ärmeren haben so oft keine Autos. Und die Reichen lassen sich chauffieren. Also diese Maßnahmen treffen ja asymmetrisch genau die Mittelschicht, den Träger eigentlich der Demokratie und der bürgerlichen Gesellschaft. Großer Neustart. Wenn das System vor die Wand fährt, was jetzt ja immer klarer wird, und es wird ja weiter vor die Wand getrieben, also mit diesem Irrsinn zweiter Lockdowns zum Beispiel, dann steht irgendwann ein Neustart an. Und genau das scheint gewollt zu sein. Vor fünf Jahren war Willem Middelkoop ein holländischer Goldfondsmanager bei uns zu Gast auf dem Privatinvestortag und sprach über den großen Neustart. Er hat ein Buch geschrieben und ich habe für die deutsche Ausgabe das Vorwort geschrieben. The Big Reset. Und in ungefähr 100 kleinen Kapiteln hat er argumentiert, warum dieser Neustart kommen muss. Und jetzt raten Sie mal, unter welchem Motto das diesjährige World Economic Forum in Davos steht. The Great Reset, der große Neustart zu über 100 Themen finden sich da Empfehlungen Entwicklungszusammenarbeit Kasachstan internationale Finanzen Handel Deutschland USA Europa die Europäische Union wie Medien sich verhalten sollen Impfungen Impfprogramme Erziehung Digitalisierung all das ist da abgehandelt man könnte sagen es ist eine Art Masterplan aber es ist kein Masterplan der von den Regierungen verabschiedet wird sondern es ist ein Szenario wie das Szenario der Rockefeller Stiftung ebenfalls ein Szenario war nur wenn ein solches Szenario von den Staatslenkern, von den Multimilliardären, von den Reichen gelesen wird, dann entfaltet es eine gewisse faktische Kraft. Und dann wirkt es. Und das ist hier auch zu befürchten. Das heißt, wir haben tatsächlich eine große Transformation. Richtung Digitalisierung und dann bekommen wir den überwachten Bürger, den deutlich überwachten Bürger, den wir jetzt in China schon haben. Das wurde immer noch in westlichen Zeitungen kritisiert, aber wir sind ja mit Riesenschritten auch auf dem Weg. Wir bekommen ähm, elektronische Bezahlung, wir bekommen mehr Homeoffice, die Menschen werden kontrollierbarer, steuerbarer, man kann ihre Informationsflüsse steuern. All das ist ja in Bewegung und ist in Mache und da habe ich schon Sorge um die Demokratie. Tja, das ist alles nicht sehr erfreulich und ich, wie Sie wissen, engagiere mich sehr aktiv bei Privatminister Politik mit unserem YouTube-Kanal, in der Zivilgesellschaft, wie man so schön sagt, bei Querdenken, wo auch immer, ich engagiere mich sehr für eine humane Gesellschaft, für eine Gesellschaft, in der Mensch und Technologie eine humane Partnerschaft eingehen, in der nicht die Superreichen wie Jeff Bezos und Bill Gates so viel Macht haben. All das sind mir Anliegen, dafür kämpfe ich. Aber natürlich bin ich auch Kapitalanleger. Da muss ich ganz nüchtern an die Märkte rangehen. Und das ist jetzt der zweite Teil, was wir tun. Geld wissen Sie bringt nichts mehr. Schon letztes Jahr warfen Anleihen von fast 20 Billionen Dollar. Das ist ein Viertel des Weltbip. Negative Renditen ab. Irrsinnig, irrsinnig, irrsinnig. Und mit der weiteren Bargeldverdrängung kommt vielleicht auch das Ziel näher, 4% negativ Zinsen zu bekommen, denn die Inflation anzukurbeln ist ja gescheitert. Ken Rogoff hat schon vor sechs Jahren gesagt, der ehemalige IWF-Chefökonom und einer der Hauptbargeldabschaffer, wir wollen 4% Inflation. Das hat nicht geklappt mit der Gelddruckerei. Also, jetzt durch direkte Verbote, durch Bargeldverdrängung, durch Negativzinsen bekommt man dann eben vielleicht diese minus 4% hin. Kontoguthaben nur so viel wie möglich und um vielleicht handlungsfähig zu sein. Schweizer Franken sind gut, auch Bargeld ist gut. All das aber bitte nicht. Wer also sein Geld unter die Matratze stopft, der wird es verlieren. Da braucht man eine Reserve, aber der Rest sollte anders angelegt sein. Die Aktienmärkte sind halbwegs fair bewertet. Das macht aber nichts. Also, wenn Sie ein Haus kaufen zum fairen Wert, sagen Sie sich ja auch, jetzt habe ich das Haus. Also, wenn das Geld nichts mehr wert wird oder nichts mehr wert ist und die Aktien fair bewertet sind, dann ist das erstmal nicht so schlecht. Sie sind nicht mehr unterbewertet. Sie sehen hier beim Buffett-Indikator, der setzt. Den Weltaktienmarkt, also das Gesamtkosten aller Aktien auf der Welt, die Marktkapitalisierung in Relation zur Weltwirtschaftsleistung. Und der ist jetzt wieder knapp über eins, das ist eher teuer. Er war seit der Finanzkrise eher unter eins, aber es ist noch nicht wirklich teuer. Und wenn Sie zum fairen Wert Aktien kaufen, also mit einem MSCI World oder mit einem Weltindex, dann fahren Sie auf jeden Fall besser, als wenn Sie das Bargeld oder wenn Sie zu viel Kontoguthaben haben. Man muss genauer hinschauen, es ist nicht mehr alles kaufbar, wie jetzt auch im April, aber wir finden noch was. Viele Aktien erwirtschaften auch sehr schöne Dividenden und das ist ein schönes Beispiel hier. Also wir haben jetzt zum Beispiel fünf Blue Chips, Philip Morris, Unilever, Vodafone, Coca-Cola, Johnson Johnson und die erwirtschaften im Durchschnitt 4,6% Dividendenrendite und das ist sehr erfreulich, wenn sie anleihen dieser selben Unternehmen sich anschauen, dann haben wir nur 0,8 Prozent. Und das wird die Inflation und den Geldverzehr nicht stoppen. Ganz klar, Aktie vor Anleihe, vor Geldvermögen. Geldvermögen nur, um handlungsfähig zu sein. Top-Aktien sind natürlich noch mal besser. Also nehmen Sie hier zum Beispiel die Atos-Software, die wir seit vielen Jahren halten in einem Fonds. Die hat 33 Prozent pro Jahr gebracht. Das schafft keine Goldaktie oder kaum welche, vielleicht ganz kleine. Spekulative Dinge, aber wir haben halt Qualitätsaktien und gute davon, die performen sehr, sehr gut. Oder Apple. Ich meine, auch die bekannten Unternehmen können top performen. Auch fast über 30 oder über 30 Prozent. Das sind natürlich Ausnahmen, aber diese Ausnahmen suchen wir. Die suchen wir mit Hilfe unserer Methode. Solides Geschäftsmodell, gutes Management. Und wenn es geht, auch ein guter Preis. Aber Geschäftsmodell, Management und auch Bilanz sind sehr, sehr wichtig. Denn in der heutigen Zeit ist es sehr schnelllebig geworden. Ein schlechtes Management kann sehr schnell Werte vernichten. Ein gutes kann sich anpassen und die Werte weiter steigern. Ist das Management ehrlich? Wie ist es vergütet? Hat es langfristige Interessen an dem Unternehmen? Wie lange sind die Leute im Unternehmen? Haben sie was geleistet in Krisen? Wie haben sie auf Krisen reagiert? Das sind Dinge, die wir uns anschauen, die sie so erstmal in den Kennzahlen nicht finden. Was im Bereich Aktien natürlich noch der Fall ist, der Onlinehandel wächst rasant. 30% plus im ersten Halbjahr in den USA, Gesamtmarkt plus 4, Marktdurchdringung 20%, das heißt, der Gesamtmarkt ist geschrumpft. Der Gesamtmarkt ist geschrumpft, also online wächst auf Kosten des Gesamtmarktes. Und dann sehen Sie auch die Interessen, die hinter Covid-19, Corona, Digitalisierung stehen. Einerseits die Regierungen, andererseits natürlich Oligarchen wie Bill Gates oder Jeff Bezos, die eine neue Welt wollen, eine schöne neue Welt, eine digitale Welt. Und das Erschreckende ist halt, dass diese Oligarchen auch sehr viel Medienmacht haben, dass sie sich durch Spenden auch äh, Gefälligkeiten kaufen. Bill Gates durfte elf Minuten, glaube ich, in den Tagesthemen seine Sicht der Dinge erklären. Und das ist, schon, das ist schon beängstigend. Da müssen wir gegen aufstehen, hier, jetzt aber, was wir investiv machen können. Und leider ist dann so, dass Microsoft ein gutes Investment ist, solange wir nicht als Bürger gegen diese Dinge aufstehen. Es wohnen also zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits habe ich Microsoft weil ich als Investor da nüchtern sein muss. Ich halte nichts davon, durch den Boykott irgendwelcher Aktien ähm, was verändern zu wollen. Das kann ich nur direkt politisch und da, äh, da habe ich genug Nachteile. Ich werde ausgegrenzt aus den Medien, äh, komme da kaum noch vor. Das mache ich, aber in den Fonds selber muss ich ganz nüchtern agieren. Drei Beispiele habe ich Ihnen mitgebracht, drei sehr unterschiedliche. Ein klassisches Value-Unternehmen, ein Wachstumsunternehmen und noch ein Rohstoffunternehmen, Edelmetallunternehmen. Vodafone haben wir als klassisches Value Unternehmen, die haben fast 8 Dividende. Sie sehen relativ hoch verschuldet aus, bauen aber die Schulden ab. Sie haben guten Cashflow, sie sind billig und sie haben einen sogenannten Event, denn sie werden die Funktürme ausgliedern und sie damit effizienter nutzen können, weil dann auch andere diese Funktürme, die also 3G Masten nutzen können, damit haben wir einen Werttreiber, der diesen Wert katalysieren könnte. Das Unternehmen ist gefallen in den letzten Jahren, wir halten es, wir haben auch nochmal aufgestockt, wenn man das sieht, denn 8% Dividenden dafür, es warten, belohnt zu werden, das ist doch gut und äh, telefoniert wird die nächsten Jahre schon noch und äh, drahtloser Datenverkehr, den wird es auch geben. Also Vodafone als klassisches Value-Unternehmen. Als Wachstumsunternehmen, die zur Rose Group, die macht noch gar keine Gewinne, sondern steckt alles ins weitere Wachstum. Hier haben wir gekauft, standen sehr schön im Plus. Jetzt ist das Unternehmen etwas zurückgekommen, deswegen ist es auch wieder interessant. Sie sehen oben in Rot den fairen Wert. Und der faire Wert wächst natürlich bei einem Wachstumsunternehmen. Das heißt, mittlerweile ist das Unternehmen schon deutlich mehr wert als zu dem Zeitpunkt, wo wir es gekauft haben. Und äh, jetzt ist es durchaus wieder ein interessanter Kauf. Warum setzen wir darauf, obwohl sie noch keine Gewinne machen? Es ist ein sogenannter Business Roll-up. Es gibt viele unabhängige Apotheken in Deutschland. Zur Rose ist eine Online-Apotheke, hat auch Doc Morris, ist ein Schweizer Unternehmen. Und man wird diesen Markt konsolidieren, so wie es vor vielen Jahren Kamps bei den Bäckereien gemacht hat, so wie es einige Ketten in England bei den Pubs und Kneipen machen. Also viele Mittelständler werden fusionieren müssen, werden ihre Geschäfte verkaufen und zur Rose ist Profiteur dieser Entwicklung. Wir stehen da schön im Plus und bleiben dabei. Ja, Barrick Gold, unser Dauerläufer, den haben wir schon seit Jahren und auch da ist das Ende nicht erreicht. Also Gold ist ja Krisenschutz, das hat man idealerweise zu Hause. Goldaktien haben ein Turbo auf Gold, denn sie beziehen ihre Gewinne ja aus der Differenz von Goldpreis und Produktionskosten. Wenn der Preis steigt, die Produktionskosten erstmal gleich bleiben, explodieren die Gewinne. Das wird auch bei Barrick passieren. Es fängt jetzt schon an. Und von dem Tief hat sich die Aktie schon fast verfünffacht, fast versechsfacht. Aber das ist noch lange nicht die Story gewesen. Die Bilanz ist bereinigt, unprofitable Minen sind geschlossen. Der Goldpreis wird aus unserer Sicht deutlich weiter steigen. Wir sind zwar um die 2000, aber das sind ja nicht dieselben 2000, die 2011 waren zum letzten. Höhepunkt. Wir haben ja Inflation gehabt. Also schon aus diesem Gesichtspunkt müsste der Goldpreis noch weiter steigen zum nächsten Top. Aber wenn man sich noch andere Sachen anschaut, könnte er auch bis 3,2 locker steigen. Wir sind da unten schon eingestiegen. Das war Ende 17. Wir hatten die Aktie auch früher schon mal. Das war auch recht gut. Wir bleiben dabei. Nochmal eingestiegen, erhöht. Hier haben wir ein bisschen was verkauft, aber wir behalten einen Großteil der Position. Der Goldzug ist noch längst nicht abgefahren, habe ich eben gesagt. Man sieht hier, wie die Preisanstiege waren, aber ich will Ihnen ein einfaches Szenario, eine einfache Überlegung darlegen, wie, warum Gold weiter steigen wird. Die Realverzinsung, also die Zinsen minus Inflation, sind jetzt bei minus 1%, zumindest die offiziellen Zahlen. Tatsächlich könnte es schon mehr sein. Die Realverzinsung war Mitte der 70er und Anfang der 80er in den USA aber mal bei minus 4%. Da gab es zwar 7, 8% Zinsen, aber die Inflation war dementsprechend höher. Also, wir können auf eine sehr niedrige Realverzinsung schauen oder diese erwarten und dann dürfte Gold richtig abgehen. Und Ken Rogoff und andere sagen ja, dass sie minus 4% wollen. Also bin ich mal von minus 4% ausgegangen. Wenn ich jetzt auf einer umgekehrten Skala die hohe, Real, niedrige Realverzinsung, also die minus 4 sind oben, minus 3, minus 2, minus 1, 0 und so weiter. Wenn ich diese umgekehrte Skala für die Realverzinsung und den Goldschatz übereinander lege und mal die minus 4 mir anschaue, dann wäre ein Goldpreis von 3200 Dollar hier Unze realistisch und den halte ich für vollkommen realistisch bei all dem, was uns noch erwartet. Silber war zwischenzeitlich mal sehr günstig. Wir haben auch in einem unserer Fonds, wir haben unter www.privatinvestor.li einen alternativen Investmentfonds, der auch in physisches Gold und Silber investieren kann. www.privatinvestor.li. Dort kann dieser Fonds investieren. Und wir haben Silber gekauft zum relativ guten Zeitpunkt und wir sind dafür sehr belohnt worden. Wir halten das Silber weiter. Aber jetzt hat sich dieses Ungleichgewicht in der Gold-Silber-Ratio korrigiert. Silber ist wieder ungefähr beim langfristigen Durchschnitt. Was heißt, wenn Gold noch günstig ist, ist Silber auch immer noch günstig. Also, wenn Gold noch steigen kann, kann Silber auch noch steigen. Auch gemessen am Dow Jones ist die Dow-Gold-Quote jetzt wieder ungefähr im langfristigen Durchschnitt. Und aus unserer Sicht sind sowohl Silber- als auch Gold- als auch Qualitätsaktien gute Investments. Top-Immobilien dürften mittlerweile zu teuer sein. Die sind ja schon seit einigen Jahren massiv gestiegen. Also mischen Sie Edelmetalle, Edelmetallaktien, Qualitätsaktien. Dann, glaube ich, kommt man ganz gut über die nächsten Jahre. Wir können Krise, das haben wir mehrfach bewiesen. Das hier ist die Wertentwicklung des PI Global Value Fonds seit 2008. Der Fonds wurde 2008 aufgelegt. In der ersten Krise sind wir massiv mit runter und dann haben wir sofort um 150 Prozent performt und um 40% outperformt. In der Krise laufen wir zur Höchstform auf, weil wir dann die Schnäppchen finden. Also anders als andere, die dann vielleicht sagen, erstmal abwarten, Bodenbildung und so weiter, schlagen wir zu. Da haben wir richtig Spaß dran an solchen Krisen und ähm, das ist zwar insgesamt nicht schön, aber wir werden dann aktiv als Investoren. Dasselbe in der Eurokrise. auch danach ging es runter. Hier hat man nochmal was im Euro, auch danach ging es rauf. Und jetzt beim letzten Mal Corona ging es brutal schnell runter und genauso schnell wieder rauf. Was wir dann machen, hier sehen Sie das mit der Investitionsquote. Oben sehen Sie den Index, nein, den Max Otto Vermögensbildungsfonds, also den Kurs. Und die goldenen Balken sind der Investitionsgrad. Und wir waren vorher... Relativ gering investiert mit 80 Wir sind natürlich aktienlastig. Wir versuchen also schon Rendite zu machen, aber wir waren vor dem Corona-Crash nicht zu 100 Prozent investiert. Und dann sehen Sie, wie im Crash, im Crash die Investitionsquote steigt. Wir kaufen in die Krise hinein. Und den Anstieg jetzt haben wir genutzt, um wieder etwas Kasse aufzubauen und auf den nächsten Rücksetzer zu warten, um dann wieder schön Geld zu verdienen. Der Crash muss nicht kommen. Wer sich zu sicher ist, hat schon verloren. Es kann auch sein, dass wir direkt in einen sogenannten melt ablaufen. Wenn jetzt die Leute merken und die Investoren, dass immer mehr das Geld immer mehr im Wert bedroht ist, weil wir Schulden machen ohne Ende, weil das Geld rausgehauen wird in Form von Helikoptergeld, in Form von direkten Beihilfen, in Form von vielen anderen äh, finanziellen Maßnahmen, dann kann es sein, dass auch der Run auf die Sachwerte sofort losgeht. Ich weiß es nicht. Ich habe Trotz anderslautender Gerüchte auch keine Kristallkugel. Wir sind zu knapp 70 Prozent investiert. Wenn es nahtlos raufgeht, sind wir dabei. Wenn es einen Rücksetzer gibt, haben wir Reserven, um diesen Rücksetzer richtig auszunutzen. Das ist unsere Positionierung. Seit März sind wir unter den fünf besten aktienlastigen Mischfonds seit dem Corona-Tief, sagt Trends in Asset Management laut einer Untersuchung. Die Quelle ist unten angegeben. Wir sehen mit Zuversicht, zumindest als Investoren, in die nächsten Monate und Jahre. Als Staatsbürger habe ich da schon meine Sorgen. Als Investor weiß ich, dass wieder Möglichkeiten kommen werden, schönes Geld zu verdienen. Unsere Stärke ist die Krise, da werden wir aktiv, da schlagen wir zu, da sind wir ganz nüchtern, weil wir uns vorher die Investments ausgeschaut haben, die wir dann zu Schnäppchenpreisen kaufen. Das war's für heute von der Edelmetallmesse, diesmal virtuell. Bleiben Sie gesund. Gute Investments wünscht ihr Max Otte.